Vor dem Gipfeltreffen von US-Präsident Biden mit seinem russischen Amtskollegen Putin in Genf hat der US-Sender NBC News Auszüge aus einem Interview mit dem Kreml-Chef veröffentlicht. Darin bezeichnet Putin das Verhältnis zu den USA als sehr schlecht und an einem Tiefpunkt. Anders als dessen Vorgänger Trump sei Biden ein Karrieremensch und Berufspolitiker. Dass dieser ihn im März Killer genannt hatte, mache ihm Putin keine Sorgen.